Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Formel 1 Saison mit dem Red Bull heute. Wir starten wie fast jede gute Saison mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne. Und ja, 2010 war eine Ausnahme, da hat man in Bahrain begonnen, aber ansonsten war der Auftakt in Melbourne immer ein Garant für eine sehr spannende Saison. Wir erinnern uns da an viele zurück. 2007 hat Kimi Räikkönen sein erstes Rennen gewonnen, das er bei Ferrari gefahren ist, und nun fahren auch wir in einem neuen Team, nämlich mit Red Bull. Es ist ja bekannt, dass ich das Fahrzeug im Spiel liebe. Es hat ein kleines Defizit, was die Performance auf den Geraden betrifft. Allerdings fährt es sich in den Kurven sehr, sehr gut. Wir starten bei bewölktem Himmel und ich hoffe, dass es da trotzdem noch trocken bleibt. Und in dieser Saison ist vieles zu erwarten, vor allem in kurvenreichen Strecken. Ich denke mal, Melbourne kann man dazu zählen. Insofern sind die Erwartungen hoch. Es sollte definitiv ein Top-5-Platz, sage ich mal, rausspringen, denn die Williams sind eine sehr starke Konkurrenz. Sind, denke ich, etwa, ja, je nach Strecke, vielleicht eine halbe Sekunde bis sogar über anderthalb Sekunden schneller, in Monza dann wahrscheinlich. Denn der Williams ist sehr stark auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt. Und mal schauen, wie es hier läuft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fahren an Bord von Danny Ricciardo. Und das bedeutet, dass wir in dieser Saison direkt mit dem Heim-Grand Prix des Australiers beginnen werden. Ich freue mich extrem drauf. Und ich sag mal fürs Qualifying, es sollte hoffentlich eine 1.26 rausspringen. Wenn nicht, dann mache ich definitiv zu viele Fehler oder gehe nicht ans Limit. Denn gerade eben im Training ist mir auch eine 26er-Zeit gelungen. Los geht's mit der neuen Saison. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und freue mich extrem auf diese Saison. Ganz vorne Lewis Hamilton, das war zu erwarten. Der erste Sektor schon mal stark verbesserungswürdig. Da bin ich nicht zufrieden. Auch im zweiten Sektor ist da viel Verbesserungspotenzial. Und das ist eine okaye Zeit. Der siebte Platz wird es wahrscheinlich werden. Jawohl, mit der 1.27.2. Da war ich im Training bereits über eine halbe Sekunde drunter schon. Und jetzt schauen wir nochmal. Okay, für Hamilton hätte es eh nicht gereicht. Aber ansonsten... Oh, und Nico Rosberg, der hat die Pole. Ja, für Hamilton hätte es eventuell gereicht, wenn ich mich im Qualifying ein bisschen verbessert hätte. Ansonsten sind wir da einigermaßen an den Williams dran, wobei die sind auch schon verdammt stark unterwegs, das muss man schon sagen. Hinter uns klafft aber eine noch größere Lücke zu unserem Teamkollegen. Da haben wir ja im Vorfeld bereits ein schönes Rennen gesehen in Malaysia. Und sehen wir mal, ob das sich genauso wiederholt dann, wenn wir in Malaysia unterwegs sind. Das ist jetzt der Rennsonntag. Wir sehen, es ist vorerst trocken, aber auch hier scheint es bedeckt zu sein. Ich hoffe mal, dass es auch trocken bleibt, denn zum Saisonauftakt wünsche ich mir kein Regenrennen für die Zuschauer vor Ort, ebenso wie für uns, denn mal ehrlich, wer fährt gerne bei Regen? Naja, manche Piloten schon ganz gerne, aber ich gehöre tendenziell nicht dazu. Vielleicht mal in echt, wenn man das wahre Popometer hat, dann kann man wahrscheinlich besser den Regen spüren, dann weiß man, wenn die Spiele... Also da die Spiele das nicht so akkurat umsetzen können wie die Realität,
die ganzen Bodenwellen. Da weiß man auch, wo Aquaplaning herrscht. Aber in Games ist es ein bisschen schwieriger, das zu erahnen. Die erste bis vierte Startreihe, die ist immer sehr uniform gehalten. Ganz vorne die Mercedes, dann die Ferrari, dann die Williams, dann die Red Bull. So ähnlich kennt man das ja schon von der 2015er Saison. Hoffentlich ändert sich das 2016. Wer ein bisschen überrascht hat, ist Max Verstappen, der auch in die Top 10 gekommen ist. So, damit wir sicher gehen, dass wir das richtige Setup haben, bestätige ich das hier auch nochmal ganz kurz. Die Rennstrategie Standard. Ja, nach 7 Runden reinkommen für den harten Satzreifen und dann durchfahren. Ich würde sagen, Film ab. Und bevor wir starten, seid nochmal ihr ganz kurz gefragt. Was denkt ihr, wo werden wir im Laufe der Saison landen? Was wird unser bestes Ergebnis sein? Welche Strecke wird die beste Strecke sein? Ihr seid gefragt und vielleicht auch, was denkt ihr, wo landen wir am Ende in Melbourne? Jetzt habt ihr gesehen, der 7. Platz ist ja im Moment das, was wir haben. Aber ich habe ja schon gesagt, im Training war ein bisschen was Besseres schon zu erwarten. Also ich bin da so ein kleines bisschen zuversichtlich, dass wir da nochmal die weißen Fahrzeuge mit dem blauen Streifen überholen könnten. Vielleicht den einen oder anderen, wenn es die Geraden zulassen. Los geht's! Der Start wie zu erwarten. Dani Kwiat ist kurz vorbei gewesen und dann sind wir wiederum vorbeigeschnellt. Und damit ist die Saison eröffnet. Unsere vierte in diesem Spiel. Und vor uns sind Bottas und Felipe Massa. Die konnten keinen Ferrari überholen. Das ist in der Vergangenheit ja ganz gerne mal in der echten Formel 1 passiert. Und jetzt werde ich versuchen, die Pace abzurufen, die ich mir im Training herausgefahren bin. So, da bin ich aus Versehen an einen Knopf gekommen, mit dem ich zur Seite schauen kann. Ja, und hier in den schnellen Kurven, da hat der Red Bull einen riesigen Vorteil. War da kurz verbremst, die beiden Williams. Ein bisschen zu weit innen gefahren hier. Und hinter uns, da ist irgendetwas mit Dani Kwiat, mit unserem Teamkollegen geschehen. Denn er wurde von Sergio Perez überholt. Während wir hier den Anschluss nicht verlieren, beziehungsweise nicht verlieren wollen. Bisschen weit rausgekommen. Sechs Zehntelsekunden Rückstand. Also da sind wir noch im DRS-Fenster. Da sind wir komplett safe. Und wenn ich da richtig sehe, dann ist dann Mercedes in Bedrängnis von zwei Ferraris. Und da versucht auch, glaube ich, Vettel oder Raikkonen versuchen da den Mercedes zu überholen. Wir sind jetzt mit einem guten Kurvenausgang neben Valtteri Bottas. Bottas fährt da außen und wir sind vorbei. Schönes Überholmanöver hier gegen den ersten Piloten in Williams-Diensten. Da hatte ich ein wenig übersteuern. Das muss man in Formel 1 2015 schon antizipieren. Da muss man im Voraus schon ein bisschen gegenlenken. Das war einer der Faktoren. Meine Güte, wir fahren die schnellste Runde. Das war einer der Gründe, warum ich mich, nachdem ich das Spiel wieder angefangen hatte, so schwer getan habe. Mit dem Gamepad, als ich das letzte Mal gespielt hatte, hatte ich das perfektioniert, dass ich schon gegenlenken beim Rausbeschleunigen. Und dass ich dann immer
einen guten Kurvenausgang hatte. Jetzt, wo ich das Spiel wieder aufgenommen hatte, nach einer langen Pause, hatte ich diese Spielmechanik vergessen, aber jetzt habe ich sie wieder verinnerlicht. Das sieht man, denn auch Bottas kommt jetzt nicht wirklich mit. Und sein Teamkollege Felipe Massa könnte das nächste Opfer sein, das es zu überholen gilt. Wir sind sehr gut rausgekommen, aber hier dürfte der Williams die Muskeln spielen lassen. Ja, da sieht man's. So viel schneller beim Kurvenausgang und trotzdem bringt's uns nichts. Und da vorne hat ein Mercedes einen Fehler gemacht, denn der andere Mercedes ist jetzt wieder dran. Hamilton da in Führung vor Rosberg. Ich glaube, Hamilton hat da den Fehler gemacht, wodurch Rosberg jetzt wieder rangekommen ist. Oh, ich glaube, wir fahren auf dem Fett... Nee, wir fahren nicht auf dem Fettgemisch. Gut zu wissen. Und Bottas... Ja, mit DRS wird der auf jeden Fall dranbleiben. Da ist der Williams schnell genug. Und Massa verliert so ein bisschen den Anschluss zu den Ferraris. Da versucht ein Ferrari jetzt zu überholen. Das gelingt aber noch nicht. Die Spitzengruppe. Es kann gerne 2016 genauso eng vorne zugehen. Im kommenden Jahr wird Red Bull in matt-schwarz unterwegs sein. Die Farbe wird wahrscheinlich nicht so viel zur Konkurrenzfähigkeit beitragen, aber hoffentlich kommen die wieder ein bisschen nach vorne. Und vielleicht sehen wir auch Force India so weit vorne. Wer weiß. Da sieht man die Riesenlücke zu Dani Kvyat auf der Minimap. Und da sind wir an Massa dran. Jetzt können wir überholen. Ziehen nach außen und diesmal probieren wir es auf der anderen Seite gegen den Williams. Ziehen jetzt nach innen und sind vorbei. Klassisches Spiel hier von außen nach innen ziehen. Die Traktionsvorteile ausnutzen. Meine Güte, und so langsam aber sicher komme auch ich aus der Puste. Und Rosberg fährt exakt dieselbe Zeit, die auch wir schon mal gefahren sind. Oh nein, der Williams. Das ist jetzt ein Problem. Da muss ich kurz nochmal mich jetzt verteidigen. Es wird nicht so schön für die nächsten anderthalb Runden. Ich darf da den Anschluss nicht verlieren. Okay, die Williams sind weg. Dann kann ich mich wieder nach vorne orientieren. Ja, 5 Zehntel hat das schon wieder im ersten Sektor gekostet. Das haben wir alles in der ersten Kurve verloren. Puh, knappe Kiste. Nächste Station Raikkonen. 1,9 Sekunden. Oh Mann, das ist echt eng, was die da vorne machen. Vettel, der probiert es die ganze Zeit. Wir kriegen kein DRS. Ja, die Zone ist so ein bisschen weiter... entfernt von der Geraden. Da waren wir noch nicht dran. Also die Detection-Zone ist von der DRS-Zone entfernt. So meinte ich das. Natürlich. Oh nein. Ja, das war ungünstig. Wir bleiben dran. Das ist das Wichtigste. Und jetzt in der schnellen links-rechts, da können wir wieder rankommen. Und dann sind wir in der DRS-Zone. Oh nein. Da
Da habe ich es vermasselt. Viel zu weit rausgekommen. Ja, die Reifen verabschieden sich auch langsam. Und da gehen nach Runde 6 bereits die ersten Fahrzeuge rein. Na, ob das nicht zu früh ist, jetzt ab aufs Fettgemisch. Vielleicht können wir da das ein oder andere Fahrzeug überholen. Denn so stark sind die Reifen nicht abgebaut. Jetzt hat Vettel freie Bahn, kann da Hamilton attackieren. Ach, das war gar nicht Rosberg. Und jetzt sind auch wir dran an dieser Gruppe. Auch hier wieder gut gegengelenkt, noch eher das Auto übersteuert hatte. Oh, da habe ich Vettel wesentlich schneller erwartet. Da scheint er vom Gas gegangen zu sein, warum auch immer. Massa schon fast 4 Sekunden weg. Man sieht, wie schnell wir hier sind. Das ist unglaublich, was man teilweise mit dem Red Bull für ein Potenzial abrufen kann. Ab aufs Fettgemisch. Da musste ich ganz kurz vom Gas runter, aber wir sind trotzdem vorbei an Vettel. Bleibt das auch so? Trotz Traktionsverlust bleibt es so. Oh nein, da bin ich in die falsche Menüführung gegangen. Ich wollte eigentlich kurz die Reifen, nicht die Reifen, sondern ich wollte hier die Benzinmischung ändern. So, jetzt bitte, 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 halt mich nicht auf, Williams. Nein, er hält mich auf. Er hält mich auf. Da kommt wieder der Ferrari vorbei. Alles für die Katz. Da ist auch Ericsson vorbei. Ungünstig. Aber wir sind vorbei an Raikkonen. Raikkonen ist hinter uns. Oh nein. Jetzt hat der DRS und Windschatten. Und nebenbei bemerkt auch ein Ferrari-Motor. Jetzt sind wir hier an Ericsson dran. Bitte, bitte, geh vorbei. Lass mich irgendwie rechts oder links überholen. Wir fahren beide blaue Autos. Och, komm, Dude. Fahr doch schneller. Ja, Verwarnung. Danke. Der Typ kostet uns hier echt. Viel zu viel Zeit. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und Raikkonen ist seinerseits zurückgefallen. Oh, hier hat's gekracht. Wir haben dadurch 4 Sekunden zu Vettel verloren. Der dritte oder auch der zweite Platz, die waren zum Greifen nah. Der doofe Williams, der hinter uns an die Box gekommen ist, der hat uns den längeren Stopp beschert. Dadurch sind wir hinter Ericsson rausgekommen. Ärger ist groß. Jetzt
Jetzt ist der Williams dran. Na super. Abstand zu Vettel wird kleiner. Es waren über 4 Sekunden einmal. Das war ein blöder Fehler. Falsch rausbeschleunigt. Spiegelt sich auch im Abstand zu Vettel wieder. Komm schon, da müssen wir wieder rankommen. Die Zeit war gut und wir sind sogar noch näher gekommen an Vettel. Der letzte Sektor, der war brillant. Und jetzt bitte weiter so. Sekunden und der Abstand zu Bottas wird auch rapide größer. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir da an Vettel rankommen. Gleich sind es noch 4 Runden. Kann viel passieren. Auch wenn wir da ja, ein bisschen Zeit durch Ericsson verloren haben. Oh, grüne Flagge, das heißt, irgendwas ist gerade hier passiert. Schade, dass man hier kein DRS hat, einfach so. Das wäre natürlich spitze. Denkt sich aber jeder. Oh nein. Ja, ein bisschen weit rausgekommen, aber trotzdem, der Abstand sinkt. Puh, knappe Kiste. Ja, ich möchte jetzt eigentlich schon ans Limit gehen und da komme ich manchmal drüber. Na, da ein bisschen abgekürzt, ja. Sorry. Sowieso nicht das Ideal, wie ich die Kurve nehme. Am liebsten bremse ich da viel früher. Das ist das Problem, wenn man übers Limit hinausgeht.
beziehungsweise übers Optimum passt eher der Terminus. Den zweiten schalten war nicht so klug. Kommt man nicht so gut durch die Kurve. Oh nein. Bisschen weit rausgekommen. Aber eine Sache muss ich sagen. Es ist schon interessant, dass wir hier mit Mercedes und Ferrari mithalten. Es gibt so ein kleines Foreshadowing für die Saison. Ich glaube, dass wir da sehr konkurrenzfähig sein werden, auf einigen Strecken zumindest, wie gesagt. Ich glaube, da wird es den einen oder anderen Standort geben, wo... Oh, gelbe Flagge. Hamilton und Vettel sind kollidiert. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Und damit sind wir jetzt direkt wieder in Schlagdistanz. Zum zweiten Platz und jetzt kommt doch nochmal ein Zweikampf. Ich habe ja gesagt, das kann alles passieren. Nein, es ist nicht nachkommentiert, deswegen ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Und dass sowas passieren würde. Jetzt müssen wir wirklich alles abrufen. Na komm schon. Raikkonen mit der schnellsten Rennrunde. Kommt gleich die letzte Rennrunde, da müssen wir da sein. Gegen die Wand knallen, das ist nicht so gut. Gut durch die letzte Kurve gekommen. Jetzt ab geht's. Aufs Fettgemisch. Ab auf die Gerade. Wir bleiben dran. Wir kommen näher. Jetzt nochmal. Vettel mit einem fetten Verbremser. Ich bin jetzt mal still. Komm schon. Oh nein, und es war so knapp. Es hat nicht ausgereicht für Sebastian Vettel. Aber was für ein Duell am Limit am Ende nochmal. Es war leider nicht der zweite Platz, den wir hier hätten holen können. Aber meine Güte, war das spannend am Ende. Wow. Also wenn die Saison so weitergeht, gerne. Ja, und Nico Rosberg, ich bin mir sicher, er hat sich den Sieg verdient. Ist da gut gefahren.
Insgesamt muss man aber auch sagen, das war echt Pech, ne? Wir haben beim Boxenstopp gute anderthalb Sekunden länger gewartet. Die haben uns gegen Vettel gefehlt. Und wie viel Zeit haben wir denn da hinter dem Kollegen Ericsson verplempert? 1:37.0 in der Outlap. Und dann gucken wir mal, was ist da der Vettel gefahren. Huch, da ist einer... Da steht bei Pastor Maldonado irgendwas. Da stand gerade Pferd und es ist gerade umgeswitcht zu was anderem. 1:34.4. 2,6 Sekunden nochmal dort. Und die Inlap, wie sah die aus? 1:47.8. Und hier 1:47.2. Also da die 6 Zehntel. Gut, das war durch meine Fahrweise, dass ich die verloren habe. Die Reifen waren halt schon ziemlich demoliert. Aber ansonsten über 2 Sekunden hat uns das gekostet mit Ericsson und mit dem fehlgeschlagenen Boxenstopp, aber hey, Pech kommt überall und dieses Rennen können einige ein Lied davon singen. Unter anderem Lewis Hamilton, unter anderem auch wir. Auch Kimi Räikkönen hat da nicht unbedingt so viel Glück gehabt. Der ist da am Ende nochmal auf den Weichen gefahren, deswegen auch die schnellste Rennrunde. Aber wenn man sich mal die schnellsten Rennrunden anschaut, wir sind auf die Tausendstel genauso schnell wie Rosberg. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Wenn man mit einem Red Bull mit einem anderthalb Sekunden schnelleren Fahrzeug mithält, mit dem Mercedes, und das auch noch, das möchte ich immer wieder mal erwähnt haben, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, nämlich mit der Legenden-KI. Wow, das war ein schöner Auftakt. Das war doch wirklich gut, oder? Ich bin gerade so platt. Ich brauche jetzt was zu trinken. Schluck Wasser wäre schön. Und ja, muss mich erstmal, denke ich mal, 5 Minuten hinlegen, um das hier alles zu verdauen. Wahnsinn. Aber 800stel am Ende. Meine Güte, wir hätten da fast Vettel bekommen. Schauen wir noch mal kurz auf die WM-Stände. 10 Punkte Rückstand zum Führenden. Okay, das Ergebnis dürfte logisch sein. Aber wie sieht es denn da gegen den Herren Mercedes aus? Oh, das habe ich übersprungen. Okay, das kann man sich aber auch im Kopf ausrechnen. Und wir sind hier bei der Wiederholung. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt nochmal hier die spannendsten Szenen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen wieder. Das wird vielleicht sogar direkt morgen hochgeladen. Ich gucke mal, wie ich das hinbekomme. Aber ich bin gerade super motiviert. Das macht extrem viel Spaß. Und der Red Bull ist einfach toll. Und auch so weiß ich nicht, wieso, also Moment, kann ich jetzt nicht irgendwie die Musik nochmal kriegen? Schade. Egal, A Cappella. Ja, passt perfekt. Oder ich spiele die Sounds der Wiederholung ein. Es macht einfach mega Laune und ich weiß nicht, woran das lag, dass ich da mit Verstappen so langsam war irgendwie, dass ich da so viele Probleme hatte. Da hatte ich sogar mit dem Mercedes in Malaysia Riesenprobleme, als ich dann im Time Trial gefahren bin. Da bin ich nicht in den Zeitenbereich der KI gekommen, obwohl man im Time Trial ja sogar mit einem super Auto fährt. Ja, das ist, hat dann perfekte Konfiguration und da habe ich mich echt gefragt, was ist denn los? Vielleicht war es wirklich der Druck durch die Prüfung, vielleicht war es ein bisschen Eingewöhnung, wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Aber jetzt sind wir wieder zurück und wir kämpfen vielleicht um den WM-Titel. Ich hoffe es und das wäre wirklich die hammermäßigste Saison, wenn wir das wirklich hinbekommen. Ich bedanke mich für euch beim Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und seid auch beim nächsten Mal dabei. Was denkt ihr, wo werden wir in Malaysia landen? Das ist die nächste Frage. Ihr habt ja ein Rennen in Malaysia schon gesehen und da habt ihr gesehen, gut, da kann man einige Punkte holen, vielleicht nicht so viele wie in Australien, da es sehr auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt ist, die Strecke. Aber trotzdem ist der Red Bull ein Auto, mit dem man immer rechnen sollte. Und in einer Woche geht's mit der richtigen Formel 1 wieder los. Auch darauf freue ich mich extrem. Und ich denke auch, ihr seid da mega gespannt drauf, wie sich die Hackordnung verändert hat. Ich denke mal, Mercedes wird weiterhin recht weit vorne sein. Damit meine ich, dass sie wahrscheinlich konkurrenzlos auf 1 sind, aber egal. Das muss man dann einfach so hinnehmen und man schaut auch sonst gerne Formel 1. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und bis dahin euch eine gute Zeit. Ist ja nur ein Tag. Haut rein.